und herzlich willkommen zurück. Die mongolischen Armeen sind beachtlich, doch unser Angriff wird sie überrumpeln. Beten wir, dass sich das bewahrheitet. Sie sind in der Überzahl, können aber nicht alle gleichzeitig angreifen. Wie lange bleibt uns das Überraschungsmoment? Nur bis wir den Gegner sehen. Dann schlagen wir zu. Na dann. Will ich dir mal glauben, alter Mann. Mongolen voraus. Wir könnten ausweichen. Wende deinem Feind den Rücken zu und ihr sterbt mit einem Schwert darin. Seid ihr bereit, Onkel? Tötet die Stärksten zuerst! Ach, Mist! Herr, ihr Hunde! Kommt noch mehr auf den Turm! Abstellen! Marge! Marge! Gut gemacht! Lauf doch nicht weg, du Lappen! Ah, mit dem neuen Skill ist das easy peasy. So. Ich bin stolz, mit euch zu kämpfen, Jim. Seht, wie der Gegner euch fürchtet. Ihr seid ein wahrer Krieger. Hab Dank, okay. Na, du siehst der. Mein Onkel sieht doch aus wie so ein. Bleibt wachsam. Bogenschützen, in Deckung! Verwüstet das ganze Vor! Ihre Schiffe sollen sich hierher wenden, nicht zu Goro! Noch, Mann!
Oh, Entschuldigung. Das ist so ein verrückter Freak. Ja, ist ja gut. Komm zurück, Justin. Yo. Wir haben eine Horde. Unser neues Ziel. Kämpft zum Turm, Jim. Mädchen nieder. Guter Schlag. Oh, Onkel, du bist auch echt so blöd, ey. Meine Güte. Armen Hundis. Hör doch eigentlich nichts für. Wie ich Speere einfach hasse. Ich hasse Speere so sehr, Speerkämpfer. Das ist einfach... Mehr Mongolen! Stürmt durch sie! Haltet nur inne zum Töten! Vollidiot. Ich will es ja nicht sagen, aber du hast ein Problem, Onkelchen. Hm? Einfach hoch. Ja. Jetzt
Nehmen wir uns die Watcher. Da ist Goros Boot. Wir haben ihm Zeit verschafft. Aber nicht genug. Sie haben ihn entdeckt. Und ihre Schiffe sind schneller. Unsere Männer sind schutzlos. Nein. Sie haben uns. Und wir haben eine Watcher. Eine Waffe des Gegners, nicht der Samurai. Das Einzige, was zählt, ist, unsere Männer zu retten. Ihr beherrscht dieses Gerät? Ich lerne schnell. Zerstört die Mongolenschiffe. Und überlasst die Wachen mir. Onkel. Hier werden wir nicht sterben, mein Junge. Lol. Die Mongolen schicken Enterkommandos. Haltet Goro die Boote vom Leib. Es klappt. Die Mongolen-Schiffe brennen. Nicht nachlassen. Goro muss ihnen entkommen. Schützen auf dem Strand. Nicht zögern, Goro. Ich hab keine Ahnung, ob das was bringt. Oh, ja. Mal machen, ne? Wo sind noch Schiffe? Hier gibt's gar nichts mehr. Fuck. Ja moin. Was geht? Ich wollte mal mit deinen Lehrern über dein Zeugnis verhandeln. Es klappt. Die Mongolen-Schiffe brennen! Nicht nachlassen! Goro muss ihnen entkommen! Also es muss theoretisch nur ein Pfeil treffen. Das ist okay. Schützen auf dem Strand. Nicht zögern, Goro. Fuck. Fuck. Diddy fuck. Diddy fuck. Fuck. Diddy fuck. Die Mongolen schicken Enterkommandos. Haltet Goro die Boote vom Leib. Es klappt. Die Mongolen Schiffe brennen. Nicht nachlassen. Goro muss ihnen entkommen. Schützen auf dem Strand. Nicht zögern, Goro. Kann man mal machen. Noch mehr Schiffe. Durchhalten, Goro. Wo? Geschafft, Goro. Holt Hilfe beim Shogo. Yo. Ich wusste es.
Ihr beweist, dass man Mongolen aufhalten kann. Ihr lehrtet mich den Kampf. Ich darf euch nicht enttäuschen. Das habt ihr noch nie. Ich bin stolz auf den Krieger, den Mann, der ihr nun seid. Jin, meine Nachricht an den Shogun enthielt eine Ankündigung. Ich wünsche euch offiziell als Sohn zu adoptieren. Onkel. In meinem Herzen wart ihr stets Erbe meines Vermächtnisses. Wenn der Krieg endet, machen wir es offiziell. Eines Tages sieht unser Volk in euch seinen Anführer. Oha. Ihr werdet sein ehrenhafter Jito. Gestützt durch die ganze Macht des Shoguns. Ich hoffe, ich diene ihm so gut wie ihr. Das werdet ihr. Jetzt sind wir offiziell der Big Boss. Wir müssen fertig sein, bis die Verstärkung des Shoguns kommt. Was befehlt ihr? Gefällt ihr mir wesentlich besser als mit diesen Ochsenhörnern, die vielleicht was kompensieren sollen, ne, Boys? Wir werden sehen, wie verlässlich eure Freundin ist. Ich suche Yuna auf und hole meine Rüstung aus Omi zurück. Alles klar, Yuna, versteck dich, du wirst gesucht. Dann werden wir Kotun Khan meine Burg entreißen. Und unsere Heimat retten. Als Vater und Sohn, der Shogun persönlich wird unseren Sieg feiern. Wir werden uns bald wiedersehen. Bis dahin, seid auf der Hut. Ah. Gut. Eine Nachricht im Feuer. Kontaktiere den Shogun wegen der Samurai-Verstärkung. Können wir machen. Ja, neuer Technikpunkt. Super. Wenn Sie siegen, ja, sehr gut, Sora. Machen Sie mal ganz kurz Licht aus und ein bisschen Fenster auf. Ich brauche ein bisschen Luft hier. So. Legendenerzähler. Okay. Auf die Schnauze. So, lass mich mal ganz kurz überlegen, was wir als nächstes machen könnten. Die Mauern von Yarikama. Yuna besteht drauf, dass sie dabei helfen kann, die Leute von Yarikama für den Anliegen meines Onkels zu gewinnen. Das können wir machen. Wir können aber auch hier ein bisschen... Was ist denn hier? Der letzte Kriegsmönch. Eine Norio-Geschichte. Kriegsmönch Norio erzählte mir, dass einer der anderen Mönche vom Dingsbums. Das ist eine gute Frage, weil viel haben wir jetzt hier nicht entdeckt. Auf der anderen Seite ist halt auch nicht viel zu entdecken, ne? Machen wir jetzt mit Yuna weiter? Wollen wir jetzt die heikle Kunst der Verhandlung? Wir können mit Kenji weitermachen. 3 von 3. Weißt du was? Wir machen 3 von 3. Und währenddessen können wir uns überlegen, ob wir mit dem Kriegsmensch weitermachen. Oder ob wir uns wieder mal die Yuna zur Brust nehmen. Na, zur Brust. Wo ist der denn? 50 Meter, 40 Meter... Da ist er. Kenji, was macht ihr denn hier? Warum hast du so geknurrt? Fürst Sakai! Meine Gebete wurden erhört. Ja, ja. Das wird sich noch zeigen. Was ist los, Kenji? Das wird sich noch zeigen. Ich schulde einem Banditen Geld. Gon, dem Schlechter. Dann bezahlt ihn doch. Werde ich? Doch. Ich soll mitten ins Nirgendwo kommen. Bestimmt schlitzt er mir die Kehle auf. Was genau habt ihr ihm denn getan? Er hat eine Ladung Sake und Medizin bezahlt. Und ich habe etwas davon abgezweigt für die Flüchtlinge aus Izuhara. Dachte, er merkt's nicht. Man kann den Menschen auch anders helfen, Kenji. Mein Herr, ich bin ein Idiot. Und ich soll euch da wieder rausholen.
Könntet ihr nicht heimlich zusehen, falls Gon irgendetwas versucht? Wenn er ihn verjagt, setzt er nur ein Kopfgeld auf mich aus. Eure Absichten waren diesmal edler als sonst. Ich helfe euch. Hab Dank, mein Herr. Es war doch ein Bekannter von der Yuna, der Verhandlungstyp da. Ich weiß zwar nicht, was für zwielichtige Gestalten du kennst. Wo ist das Geld für euren Banditenfreund? Keine Angst, ich habe es. Gon wartet bei einer Brücke auf uns. Ist nicht weit entfernt. Geht voran. Aber wir wollen mal deine Bekanntschaften nicht im Stich lassen. In solchen Situationen fürchte ich mich jedes Mal aufs Neue zu Tode. Ihr wollt eure Nerven schonen? Dann bestehlt keine Mörder mehr. Beim ersten Mal war Gon nicht einmal wütend auf mich. Wie oft habt ihr ihn schon hintergangen? Dreimal. Warum habt ihr euch auf diesen Metzger eingelassen? Ich hatte Schulden bei Rotantaro wegen verlorener Wakizashi. Und Gon brauchte Sake für ein Fest. Also habe ich ihm viel Geld für billigen Fusel abgeknöpft, um Rothand auszahlen zu können. Alter, diese Lache. Der Metzger war sicher begeistert. Oh, das ist ihm nicht aufgefallen. Erst beim nächsten Mal. Da wurde er wütend. Und was wurde aus Rothand? Ich sagte Gon, der schlechte Sake kam von ihm. Aber wusste nicht, dass Gon ihn gleich tötet. Ihr seid viel beschäftigt. Ich weiß, mein Herr. Der Ärger verfolgt mich einfach. Ihr verfolgt den Ärger, Kenji. Fragt euch doch mal, warum. So ein Geriss. Eine kleine gerissene Drecksau. Wir treffen uns auf dieser Brücke. Halten wir mal an. Geht zur Brücke. Ich postiere mich irgendwo mit dem Blick auf. So, muss noch mal ganz kurz zum Kühlschrank. Ich brauche gegebenenfalls was zu trinken. Jo, ne? Wie gedacht. Ah, da habe ich mich um ein Fläschchen vertan. Naja. In Ordnung. Wenn etwas schief läuft, gebe ich ein Signal. Dann rufe ich. Wie schön, euch zu sehen. Wie ihr wollt.